Am morgigen Samstag trifft unser SV Waldhof Mannheim im Halbfinale des BFV Rothaus-Pokals auf den SV Wagenschwendt. Vor dem Duell gegen den Landesligisten haben wir uns mit Stefano Russo über die aktuellen Geschehnisse rund um den SV Waldhof unterhalten. Hallo Stefano, lass uns zunächst einmal einen Blick zurück auf das Spiel gegen 1860 München werfen. Was konntet ihr aus dem Spiel mitnehmen? Ja, ich glaube, wir haben unser altes Spielstil gefunden. Ne? Wir waren giftig in Zweikämpfen, ne? Standen hinten sehr gut, haben so Torchancen gemacht und ja. Welche Rolle haben dabei die Fans gespielt? Die Fans, wie immer, die haben uns ab Minute 1 unterstützt, sind unser 12. Mann und es ist einfach unfassbar, was für einen Push uns die Fans geben. Zusammen mit Marco Höge habt ihr wieder das Mittelfeld kontrolliert. Was macht euch zusammen so stark? Ja, ich glaube, das ist so die perfekte Mischung. Wir ergänzen uns sehr gut. Marco kann sich da ein bisschen offensiver orientieren, während ich ihm den Rücken frei halte. Jetzt wartet das Pokalspiel gegen den SV Wagenschwendt auf euch. Worauf wird es am Samstag ankommen? Ja, ich glaube, wir müssen einfach schauen, dass wir konzentriert sind, unsere Leistungen abrufen und dann müssten wir das Ding eigentlich ziehen. Über den Landespokal besteht wieder die Möglichkeit, in den DFB-Pokal einzuziehen. Was geht dir durch den Kopf, wenn du an die Pokalspiele gegen die Eintracht und Union Berlin denkst? Das sind, glaube ich, für jeden Fußball Erlebnisse, die vergisst man nicht so schnell. Was für eine Stimmung, was für ein Spiel und das waren einfach Momente, die man wiedererleben möchte. Noch stehen 7 Ligaspiele auf dem Programm. Mit welcher Einstellung willst du in diese Spiele gehen? Wir müssen gucken, dass wir jedes Spiel wieder an unsere 100% kommen, unsere Leistung abrufen und dann schauen wir von Spiel zu Spiel, wo wir am Ende stehen. Die morgige Partie ist bereits restlos ausverkauft. Übertragen wir das Pokalhalbfinale von unserem Waldhof-Livestream ab 15 Uhr auf YouTube. Wir sehen uns. Ich reagiere auf Hügel. Ja, sehr gut. Warte, Russo, warte. Ja, gut. Sehr gut. Oh! Ja, Gerry. Mach zu. Warte. Oberlenk!